Boxhornklee, das vielseitige Kraut oder die vielseitigen Samen unter den Nahrungsmitteln und unter Kosmetik. Er ist wieder für beides und das ist das Schöne, Heilkosmetik. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind. Mein letztes Video war ein ganz ausführliches Video, ich weiß, über Rizinusöl und dass Rizinusöl so fantastisch ist. Jetzt gibt es aber bestimmt ganz viele, die sagen, also Rizinusöl, das kann mir irgendwo. Heute gibt es ein anderes Mittel, was auch vielseitig ist. Und zwar, es ist nicht ähnlich, in keiner Weise, aber es ist vielfach nutzbar und hat natürlich dann auch ähnliche Wirkungsweisen, nämlich für innen und für außen, für Haare, Haut und für alles. Es ist einfach ein Rundummittel, Boxhornklee. Boxhornklee wächst nicht unbedingt bei uns. Ganz kurz zu was überhaupt Boxhornklee ist. Viele kennen es natürlich von der Küche und Boxhornklee ist, ohne dass man es weiß, in ganz vielen Gewürzmischungen mit drin. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen in die arabische oder indische Küche geht, diese warmen Gewürze, da ist Boxhornklee mit drin, weil er einen ganz speziellen Geschmack hat. Er ist, wenn Sie mich jetzt fragen, wie der schmeckt, dann muss ich sagen, er schmeckt nach Suppe. Also, und er ist ein bisschen scharf und ist ein bisschen bitter, er ist ganz was Seltsames. Und diesen Geschmack, den mag man entweder und man mag ihn nicht. Man muss ihn aber gar nicht mögen, weil man in verschiedenen Arten A zu sich nehmen kann und B kann man natürlich auch verschiedene Extrakte draus machen. Zum Essen ist er nicht nur eigenartig oder schmeckt er nach Suppe, sondern man kann ihn auch als Käse kaufen. Ich finde ihn sehr gut, der ist sehr schmackhaft. Der hat auch noch Koriander drin. Also da können Sie sich mal so an den Boxhorn rantesten, ob Ihnen das so ungefähr schmeckt. Rein theoretisch wächst er auch da, wo er hauptsächlich verwendet wird, als Grünzeug zum Beispiel. Er hat ja auch ein Grünzeug und er hat Körner, ganz klar. Und das Grünzeug wird viel in Indien verwendet. Die essen das als Gemüse. Und ja, wenn jemand zum Beispiel Kerbel mag, das ist ja auch so ein Gewürz, das ist sehr, ja, das mag nicht jeder, dann mag man vielleicht auch dieses Grün von dem Boxhornklee. Wir hier verwenden eigentlich in den westlicheren Ländern, wir verwenden hauptsächlich die Boxhornklee-Samen. Boxhornklee-Samen sind so ganz kleine Ecken und so bräunlich-goldene kleine Ecken und Körner sozusagen. Und die sind in der Form absolut nicht genießbar. Sie müssen was mit diesen Körnern machen. Sie beißen sich sofort die Zähne aus. Und ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der so ein Gebiss hat, dass er die beißen kann. Also man muss sie in irgendeiner Form entweder einweichen, dann werden sie perfekt. Das kennen wahrscheinlich ganz viele. Ich habe so eine Schale und ich finde die am allerbesten. Da kann man so einen richtigen Turm machen. Ich habe da verschiedene übereinander und da gibt man dann diese Körner rein, alles, was man machen möchte. Und dann weichen die auf. Und wenn man es lang genug drin lässt, würden das sprossen, weil das ist der richtige, gute, echte Samen und der kann dann treiben. Und Sprossen kennt eigentlich jeder. Sprossen gibt's in vielfältigster Art. Sprossen sind enorm gesund und das kann man auch von dem Boxhornklee machen. Wenn Sie den jetzt einweichen, dann kann man schon Korn ganz wunderbar essen. Es ist gewöhnungsbedürftig, das gebe ich zu. Und ich mische das einfach in Salate. Und die Sprossen schmecken, ganz ähnlich, also wenn dann Sprossen kommen, die schmecken ganz ähnlich. Sie sind sehr herb, aber in einen Salat rein sind die perfekt, um so einen Kick zu geben. Jetzt erzähle ich Ihnen mal, was die Sprossen, warum man die überhaupt essen sollte, warum man sich diese Mühe machen sollte, dass man die überhaupt isst. Also zum einen sollen sie die Verdauung unterstützen, dann sind sie gut für den Blutzuckerspiegel. Also da gibt es gibt zu diesen Sachen, das sind keine Novel Foods wie zum Beispiel Artemisia, was ich Ihnen auch schon vorgestellt habe, sondern das ist einfach was Bekanntes und das sind Forschungen oder empirische Nutzungen, die einfach bekannt sind. Und da muss man nicht sagen soll oder irgendwie, sondern sie tun es ganz einfach. Sie sind entzündungshemmend. Sie haben Substanzen, die im Körper einfach gut wirken und sie haben sehr viele Antioxidantien und dadurch sind sie natürlich primär entzündungshemmend. Das ist jetzt das, was man von, wenn man es isst sozusagen,
in der Küche, wie man sie verwenden kann, oder für die Gesundheit, wie man sie verwenden kann. Und das andere ist für Anti-Aging, also für ein Happy Aging, das von innen dann nach außen strahlt. Diese Antioxidantien bewirken natürlich auch, dass sich die Haut wieder ein bisschen verbessert, dass sie zumindest nicht schlechter wird. Und sie sind feuchtigkeitsspendend, weil sie viele Schleimstoffe enthalten. Das ist dann wieder was, was man von außen auftragen kann. Und man kann ganz viele Dinge von außen mit diesen Boxhorn, mit diesen Boxhornkörnern machen. Es gibt jetzt aufwendige Sachen wie Pasten. Und ich sage es Ihnen, wenn ich das schon lese, denke ich mir, oh lieber Gott, sich diese Sachen schroten und ins Haar geben und warten. Natürlich ist es enorm hilfreich, aber manches Mal hat man vielleicht weder die Lust noch die Zeit, so einen Aufwand zu betreiben. Und da finde ich es einfach unheimlich hilfreich, wenn man die einfache Art macht. Und die einfache Art sind Auszüge. Wie man Ölauszüge macht, habe ich Ihnen 2 Videos vorher auch mit dem Artemisia gezeigt, aber ich zeige es Ihnen noch mal ganz schnell. Man gibt zuerst das Produkt in das Glas rein, das man zu einem Ölauszug verarbeiten möchte. Dann gießt man Öl auf und schüttelt es ein bisschen und lässt es stehen. Für diesen Ölauszug können Sie Olivenöl nehmen. Olivenöl ist ein super Trägeröl, das sich ganz perfekt eignet für Ölauszüge. Oder Sie könnten auch zum Beispiel Jojobaöl nehmen. Das ist auch ein gutes Öl für sowas. Und machen Sie sich für solche Dinge, die man dann hinterher mit der Pipette aufträgt oder wo man ganz genau weiß, man braucht davon wenig. Machen Sie sich davon immer ganz kleine Gläser, nie so riesen Bottles. Das wäre schade. Erstens mal verbrauchen Sie da enorm viel Material, also in dem Fall Öl oder Körner. Und es würde unter Umständen auch schlecht werden. Und bei so kleinen Mengen haben Sie einfach die Sicherheit, dass es funktioniert und dass Sie das verbrauchen. Angenommen, Sie nehmen da so eine Pipette oder ein paar Tropfen, bei manchen Anwendungen braucht man nicht wie ein paar Tropfen, dann reicht es völlig aus. Bei Boxhornklee ist es zum Beispiel jetzt ganz wichtig, wie bei allen anderen, aber bei anderen auch, dass man diese Boxhornklee-Körner, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese harten Dinger da hier, dass man die in irgendeiner Form schrotet, weich macht, irgendwie. Und ich kann Ihnen nur sagen, die sind so hart, dass es wirklich sogar ein bisschen schwierig ist. Ich habe so einen Mixer und der schrotet mir eigentlich alles. Wenn ich da irgendwelche Körner oder wenn ich Fenchel oder was auch immer für Körner reingebe, macht er mir ein ganz, ganz feines Mehl. Er hat es nicht können, mir aus dem Boxhornklee eine wirkliche, feine, körnige Sache zu machen. Er hat mir ja ziemlich grobe Teile gemacht. Die sind immer noch nicht beißbar, absolut nicht, obwohl sie jetzt relativ klein sind, aber das geht nicht. Gut, für eine Paste oder für einen Ölauszug müsste man sie jetzt auch nicht beißen und dafür sind sie gut genug. Es ist einfach wichtig, dass die Körner aufgespalten sind, nämlich je mehr Fläche des Öl hat, das die da reingeben, desto mehr kann es rausziehen. Wenn Sie so einen Ölauszug machen, ist es vielleicht sogar hilfreich, das Öl, das Sie verwenden, ein ganz kleines bisschen anzuwärmen, so gerade ein bisschen überhandwarm, so circa 40 Grad, wenn Sie das verwenden, dann hat es noch mehr Wirkkraft und kann noch mehr aus dem Boxhornklee-Samen rausziehen. Und es gibt gleich noch eine Anwendung mit diesem Boxhornklee. Das ist im Prinzip ganz genau die gleiche Vorgehensweise. Sie nehmen ein Glas, geben da Ihr Produkt rein und gießen es aber mit einem hochprozentigen, ich nehme da immer Korn, das schmeckt nach nichts und ist einfach neutral, 40-prozentigen Alkohol auf. Und dann hat man eine Tinktur oder eine Infusion, wie man das nennt. Wie man das ganz genau macht, dass man es dann abseiht, das zeige ich in dem Film Artemisia und ich verlinke Ihnen den mal hier. Dann können Sie sich das angucken, das ist überhaupt nicht schwer. Für die Boxhornklee-Tinktur, wenn Sie die ansetzen, dann gucken Sie drauf, dass Sie nicht so sehr viel Boxhornklee-Produkt reingeben, weil dieser Alkohol, der hat die Eigenschaft, dass er den Boxhornklee aufquillt, anders als das Öl, da bleibt alles ganz genau gleich und dann ist hinterher gar keine Tinktur mehr drin. Gießen Sie es ruhig voll auf
und nehmen Sie höchstens die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte vom Material, sonst funktioniert es nicht. Aber Sie können ja, wenn es gequollen ist, nochmal ändern und was rausnehmen oder einfach alles in ein größeres Glas umfüllen. Auch kein Problem. Das sehen Sie dann gleich am Anfang. Und diese beiden Dinge, das Öl und dieser Ölauszug und diese Tinktur, die haben natürlich jetzt unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Da möchte ich Ihnen jetzt erzählen, was die alles können. Dann sparen Sie sich unter Umständen das, was wir hier in Bayern ein Bad nennen. Ab und zu ist es okay, aber nicht für immer. Das mag niemand. Wie kann man jetzt die Box und Klee Tinktur nutzen? Man kann sie wieder von innen und von außen nutzen. Von außen kann man sie zum Beispiel als Tinktur für die Haare verwenden. Man gibt nicht den puren Alkohol, der ist ja doch relativ intensiv, auf die Haare, sondern man verdünnt es ein bisschen, entweder mit irgendeinem destillierten Wasser oder einfach normalem Wasser. Und Sie nehmen eine Pipette und geben das dann auf die Haare drauf und massieren Ihre Haare damit. Das hilft gegen Schuppen, das animiert das Haarwachstum, das gibt Glanz in die Haare. Wenn wir bei Glanz sind für die Haare, ist auch noch gut, wenn Sie zum Beispiel aus dem Boxhorn-Klee einen Tee kochen. Für den Tee könnten Sie einfach 2 Esslöffel eingeweichte Samen, die können unter Umständen auch nur 3 Stunden eingeweicht sein, und dann 1/4 Liter Wasser aufgießen und den kurz aufkochen, vielleicht 2-3 Minuten, und dann noch 10 Minuten ziehen lassen. Und das wäre dann praktisch Ihr Tee. Mit dem könnten Sie die Haare nach dem Waschen spülen und dann noch hinterher eine Tinktur draufgeben. Wenn Sie statt destilliertes Wasser Ihre Haartinktur mit dem Tee verdünnen, dann ist es natürlich nochmal getoppt. Und auch diesen Ölauszug könnten Sie auch verwenden. Und wenn Sie den ganz spärlich verwenden, dann müssen Sie auch die Haare hinterher nicht mehr waschen. Und es tut den Haaren dann enorm gut, stärkt Wachstum und Glanz. Wie immer, wenn Sie Bedenken haben, ob Sie es vertragen, hier in der Armbeuge probieren, ob Sie allergisch darauf reagieren, und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Boxhorn-Klee-Tinktur oder Infusion kann man auch einnehmen. Man könnte zum Beispiel nach dem Essen, das einem nicht so gut tut, diese Tropfen einnehmen und ein paar Tropfen in ein Glas Wasser, so einen Schluck, so ganz leicht nur verdünnen, nicht ein Riesenglas, sondern nur ein bisschen, und das dann essen. Das beruhigt dann den ganzen Verdauungsapparat und hilft, das ganze Ding ein bisschen zu bewältigen. Boxhorn-Klee-Tinktur ist auch von innen eingenommen ein Mittel, das unter Umständen den Blutzucker regulieren kann. Aber wenn Sie sich da nicht sicher sind, dann sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Naturarzt, und der wird Ihnen dann sagen, in welcher Form und Dosis Sie das einnehmen können. Man kann ziemlich eindeutig sagen, dass der Boxhorn-Klee als Tinktur eingenommen und natürlich auch als Sprossen gegessen, dem ganzen System unheimlich gut tut, weil es, wie gesagt, antioxidativ ist und weil es einfach total stärkend ist von innen. Bei dem Öl, das können Sie von außen als Anti-Aging-Öl verwenden. Das können Sie so, wie es ist, pur verwenden. Es ist ja, der Auszug ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwas kaputt machen würde, sondern es ist einfach nur hilfreich. Nehmen Sie so eine Pipette und geben das dann auf diese Stellen, die Sie gerne etwas gebändigt haben möchten. Sie können natürlich, wenn Sie wollen, auch wirklich die volle Tour machen und diesen Boxhorn-Klee eben möglicherweise, wenn Sie das aus dem Öl, wenn Sie den Ölauszug machen und Sie haben dann hinterher diese Boxhorn-Klee, diesen Trester, kann man ja fast sagen, den haben Sie da noch drin, dann können Sie natürlich damit ab und zu, wenn Sie sich so kleine Mengen anrühren, eine perfekte Maske machen, sowohl für das Gesicht als auch für die Haare, dass Sie da wirklich diese ganze Substanz einarbeiten, wenn Sie Zeit haben und sich das mal gönnen wollen. Einfach diese Reste aufs Gesicht verteilen, es ist natürlich wunderbar, aber es muss nicht immer sein, es ist bestimmt so umständlich, dass man das nicht ständig machen möchte. Und genauso ist es mit den Haaren. Sie möchten auch nicht ständig diese ganzen Stoffe in den Haaren haben. Natürlich ist es fantastisch, eine Packung mit dem zu machen, Mütze drüber und einfach eine Stunde drauf lassen. Klar, aber wenn Sie das nicht wollen, dann ist es auch mit dem Öl und mit der Tinktur gut.
Zum Schluss noch, Sie werden Boxhornklee vergeblich auf unseren Wiesen suchen. Möglicherweise kriegen Sie es hin, weil die Pflanze einjährig ist, dass Sie die Samen in einen Topf geben und irgendwo zu Hause oder im Fenster oder im Garten oder wo auch immer kultivieren. Und dann haben Sie das frische Grün auch. Ob die dann wirklich die Samen auswirft, aber die sind ja dann leichter zu erwerben. Aber dann hätten Sie mal das Grün und könnten auch das Grün verwenden. Auch mit dem Grün kann man genau das Gleiche machen, dass man den Ölauszug macht oder den Auszug mit Alkohol. Aber die Auszüge sind von den Samen wesentlich intensiver als von dem Grünzeug. Das Grünzeug isst man. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen und er war nicht wieder zu lang. Aber ich wollte einfach umfangreich dieses Thema wieder beackern. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und da gibt es einen kurzen Film, versprochen. Tschüss.